ist gewaltig. Was ich hier sehe, ohne dass ich jetzt Baufachmann bin, ist, dass die seitliche Abstützung nach der Seite weggekippt ist. Matthias Konrad von den Ebersberger Grünen. Seiner Meinung nach hätte hier nie eine Brücke oder Straße gebaut werden dürfen. Also ein ganz markanter Punkt bei den feststellbaren Schäden ist dieses Loch hier. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie bei einer Straße in dieser Form erlebt. Allein an dieser Brücke zeigt sich für mich ganz deutlich, auf so einem Boden kann man keine Straße, kann man keine solchen Brücken bauen. Die nun gesperrte Brücke über die Ebersberger Umgehung steht auf dem weichen Torf des Laufinger Mooses. Ungeeignet für eine Straße, warnten die Kritiker schon vor Jahrzehnten. Und Bodenwellen der erst 5 Jahre alten Fahrbahn scheinen ihnen recht zu geben. Rückblick. 2010 waren wir schon einmal hier. Damals herrschte noch Ruhe im Laufinger Moos. Ein Idyll, das die Gegner der Trasse schützen wollten. Ebersberg aber erstickte im Lärm und Gestank. Raus damit, forderte die Stadt. Nach 32 Jahren Streit wurde die Umgehung durch das Moorgebiet schließlich durchgesetzt. Das Laufinger Moos damit entzaubert. Ich werde mich wohl nie damit zufrieden geben. Das werde ich nie verkraften. Wenn es eingewachsen ist dann noch auf beiden Seiten und wenn das halt eine gewisse Zeit vergangen ist, dann wird man sich daran gewöhnt haben. Und heute? Wir haben Trassengegner Käthe Moder und Matthias Konrad und Befürworter Walter Brillmeier zur maroden Brücke gebeten. Das ärgert mich schon, weil mich auch ärgert, dass überhaupt das Thema immer wieder dadurch aufgewärmt wird. Und sonst ist in Ebersberg jeder froh, dass die Straße gibt. Dass die Straße hier lang geht? Nie. Dieses Laufinger Moos ist eines der ganz, ganz wichtigen Naturschönheiten. Vor Jahren führten deshalb die Gegner der Laufinger Moosumgehung Dieter Berberich ins Feld. Der Ingenieur hatte eine Alternativtrasse außerhalb des Moores entworfen. Abgelehnt, für zu teuer befunden und zu nah an der Stadt. Am Auffahrtsdamm der Brücke hat sich der Boden um 1 Meter gesenkt. Der Schaden ist groß. Wer bekommt dafür den schwarzen Peter? Diese Probleme, die wir hier haben, hätten wir auf der Berberichtrasse nicht. Definitiv. Da hätten wir vielleicht andere, das weiß ich nicht. Ich sage jetzt aus Sicht der Stadt, was die Wegeführung betrifft, halte ich das für die richtige, haben wir immer für die richtige Wegeführung gehalten. Das ist halt schlecht ausgeführt. Ich meine, wir haben Gott sei Dank die Straße nicht gebaut, sondern Straßenbauamt, aber das ist natürlich Pfusch, was da gemacht worden ist. Wer da schuld ist, weiß ich nicht. Der schwarze Peter beim Straßenbauamt? Das hat einen Gutachter beauftragt. Erst dann, wenn belastbare Ergebnisse vorliegen, dann kann man auch über die Frage der Zuständigkeit für diesen Schaden sprechen. Lässt sich der schwarze Peter vielleicht der Firma zuschieben, die Brücke gebaut hat? Auf unsere Anfrage hin versichert der Betrieb, das Bauwerk, Zitat, wurde exakt nach den Vorgaben des Auftraggebers erstellt, während der Bauausführung überwacht und nach Fertigstellung im Mai 2010 mängelfrei abgenommen. War nun doch, wie die Kritiker sagen, die gesamte Trasse eine Fehlplanung? Das Straßenbauamt war nur mit dem Bau beauftragt. Dann landet der schwarze Peter vielleicht bei der Regierung von Oberbayern. Die hat die Straße beschlossen. Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit seiner Entscheidung diese Trasse bestätigt. Insofern halte ich es jetzt für nicht zielgerichtet und zweckmäßig, erneut in eine Trassendiskussion einzusteigen. Dringlicher sei ein baldiges Sanierungskonzept. Es kann also durchaus sein, dass wir die zuführenden Dämme abbauen müssen und wieder neu aufbauen müssen. Wie teuer wäre das? Also wenn das tatsächlich eintritt, das ist eine Größenordnung, wir schätzen jetzt mal grob 200.000 Euro. 200.000 Euro Sanierungskosten. Der schwarze Peter könnte am Ende wohl beim Steuerzahler landen.